Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Auch ich bin dankbar für jeden Flüchtling, der aus Seenot gerettet wird. Aber Militär kann doch keine Lösung sein für unser Flüchtlingsproblem. Wenn Sie an dieser Situation etwas ändern wollen, dann schaffen Sie endlich legale, sichere Fluchtwege und tun Sie was, um die Fluchtursachen zu bekämpfen. Das wäre die richtige Antwort. Das Mandat Sea Guardian, über das wir reden, hat auch einen anderen Auftrag, denn es geht um Terrorismusbekämpfung und die Unterbindung von Waffenschmuggel. Und wenn wir uns die Bilanz des bisherigen Mandats anschauen, inklusive des Vorgängermandats Active Endeavour, was seit 2003 lief, dann muss man sagen, beim Thema Waffenschmuggel und Terrorismusbekämpfung, diese Bilanz ist mehr als lächerlich und rechtfertigt einen solchen Einsatz überhaupt nicht. Und deswegen muss man schon die Frage stellen, worum es eigentlich geht. Und wenn Sie auf die Internetseite der Bundeswehr schauen, dann finden Sie dort eine treffendere, wohl treffendere Formulierung. Es geht, so heißt es dort, um die Stärkung der Südflanke der NATO. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Sprache ist sehr verräterisch. Die Stärkung der Südflanke. An der Südflanke lassen wir die NATO im gesamten Mittelmeer patrouillieren und an die Ostflanke schicken wir tausende Bundeswehrsoldaten zu Manövern unter solchen Namen wie Eiserner Wolf und Flammender Donner. Das ist Konfrontationspolitik, aber keine Entspannungspolitik, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und natürlich ist es so, dass die Situation in den nordafrikanischen Anrainerstaaten zum Mittelmeer heute deutlich unsicherer ist als noch vor einigen Jahren. Was ich allerdings vermisse, auch in dieser Aussprache, ist, dass wir mal über die ein oder andere Ursache reden für diese Situation. Und ich will Sie daran erinnern, dass es nicht zuletzt die Regime-Change-Politik des Libyen-Krieges war, was in Libyen Chaos hinterlassen hat und den Terrorismus erst gestärkt hat, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und noch etwas zum Thema Terrorismus. Es ist dem Antrag der Bundesregierung zu entnehmen, dass die NATO weitere Länder eingeladen hat, sich an diesem Mandat zu beteiligen, unter anderem die Länder der Istanbuler Kooperationsinitiative. Das sind die Vereinigten Arabischen Emirate, Katar, Bahrain und Kuwait. Länder, die Saudi-Arabien dabei unterstützt haben, den Jemen in die Steinzeit zurückzubomben, laden wir ein, gegen den Terrorismus im Mittelmeer vorzugehen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist grotesk. Einsätze wie Sea Guardian, für die 650 Soldaten maximal bereitstehen sollen, stehen exemplarisch für den falschen Kurs der Bundesregierung. Setzen Sie die Prioritäten sicherheitspolitisch endlich anders und gehen Sie auch verantwortlicher mit Steuergeld um. Erst gestern hat die Verteidigungsministerin wieder öffentlich darüber geklagt, dass das Geld für die Ausstattung der Bundeswehr nicht reichen würde und die Mittel fast gänzlich in die Auslandseinsätze fließen und im Inland die Ressourcen fehlen. Ja, dann beenden Sie doch diese Auslandseinsätze, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und zum Thema Steuergeld will ich Ihnen ein Beispiel sagen. Allein das Waffensystem Puma wird uns voraussichtlich 9 Milliarden Euro kosten. Das ist mehr, als für den gesamten Entwicklungsetat in einem Jahr zur Verfügung steht. Beenden Sie den Auslandseinsatz Sea Guardian, stecken Sie dieses Geld in die Entwicklungshilfe, dann wird auch die Mittelmeerregion wieder sicherer. Herzlichen Dank, liebe Kolleginnen und Kollegen. Nächster Redner ist der Kollege Omid Nuripur.